irgendwann musst du eigentlich eher sesshaft bleiben und eine Frau finden. Also, ja. Es war von mir aus gesehen eigentlich immer ein bisschen, ein Grundwunsch gewesen. Und dann haben Sie die Ilona kennengelernt? Ja. Sofort verliebt? Nein, würde ich jetzt nicht sagen. Sie war mir von Anfang an sympathisch gewesen, aber verliebt. Man wird mit der Zeit auch vorsichtig, weil man hat seine Erfahrungen gemacht mit anderen Frauen, wo man denkt, das könnte etwas werden. Und das ist, aus welchem Grund auch immer, halt Frauen doch gesagt haben, nein, passt es mir nicht. Wie gelingt es uns, die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es irgendwo auf der Welt einen Menschen gibt, der uns lieben kann? Davon handelt dieser Film. Dieser Mann mag es speziell. Das fängt bei seinem selbstgewählten Fantasievornamen Crash an, geht über seine äußere Erscheinung und wird in wenigen Stunden vorerst hier enden. Mit einer keltischen Trauung unter freiem Himmel. Das ist alles Spinnerli. Das ist ein grosser Geist der Welt. Vor 2 Jahren treffe ich Marti im Nidwaldischen Buochs zum ersten Mal. Einen Mann, der von sich sagt, ihm sei egal, was andere von ihm denken. Das gänzlich ungenierte Leben hat allerdings einen Preis. Er verbringt viel Zeit alleine. Dass es Menschen gibt, die ihn belächeln, stört Marti nicht. Dass er für Frauen offenbar höchstens als Kollege in Frage kommt, beginnt ihm mit Mitte 30 allerdings zuzusetzen. Wie schätzen Sie denn selber Ihren Marktwert so ein? Ziemlich tief. Warum? Weil, eben, wenn man mich das erste Mal sieht, habe ich auch schon mitbekommen von Frauen vor allem, die mich etwas besser kennengelernt haben. Die gesagt haben, nein, mit dir wäre ich, bevor ich mit dir jetzt geredet habe, nicht allein in einer Gasse gestanden, wo am Abend etwas dunkler ist. Und das ist meistens das grosse Problem. Man sieht den Rocker. Man denkt, oh Scheiße, lieber nicht. Aber dass man auf die Idee kommt, dass der Rocker vielleicht gegenüber von einem Grammattenträger an einer alten Frau auf der Straße hilft, auf die Idee kommt man gar nicht. Man schaut viel zu fest aufs Bild, anstatt dass man es macht wie Kind, wo zuerst einmal auf die Seele schaut. Marti zieht es auf der Suche nach Liebe Richtung Osten. Im Wissen, dass dort nicht alles besser ist und in der Hoffnung, dass er sich vielleicht täuscht. Mit der habe ich schon Kontakt aufgenommen. Schon 2-3 Mal E-Mails austauscht. Was hat Ihnen jetzt gefallen an dieser Frau? Dass sie TÜV-Fahrer ist. Das wäre jetzt für Sie in dem Sinne eine gute Ausgangslage für eine gemeinsame Zukunft. Ja, der gleiche Hobby, das gleiche Interesse. Eine Frau, die allein auf dem TÜV hockt, die weiss, wie es auf dem TÜV zu und her geht. Und die muss nicht gerade jeden Morgen 5 Minuten vor dem Spiegel stehen oder noch länger, um das Gesicht auftragen. Im Mai 2012 reise ich mit Marti nach Kiew, wo er aus seiner virtuellen Bekanntschaft eine wirkliche machen will. Ist das gut, Ilona? Ja, grüß. Hallo. 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 Gut. Gut? Die gabst du mir nicht jetzt, Käse? Jetzt. Oh. Gut.
You have a write me once, du hast mir doch geschrieben, dass du mal eine TÜV-Tour durch Europa machen möchtest. Das ist erst ein Plan. Oder besser gesagt, so etwas wie ein Traum. Like a dream. Ilona Sappon ist 31 und arbeitet als Designerin. Sie ist ihrem äußeren Erscheinungsbild zum Trotz schüchtern und ein wenig unsicher. Genau wie Marti. Und auch sie mag Motorräder, die keltische Kultur, Fantasiewelten und Heavy-Metal-Musik. Black Metal ist sehr populär bei uns. Death Metal auch. And very popular Death Metal. Dimmu Borgir? Yeah. Look at you. Sehr hübsch. I will kill you. Mit anderen Worten, ich werde dich töten. In diesem Zusammenhang offenbar als eine Art Balzgesang zu verstehen. Ich habe den Eindruck, dass wir viele gemeinsame Interessen haben. Uns gehen die Themen nie aus. Es ist etwas rum. Wenn es nur bis jetzt ein TÜV vorne ist, das ich gesehen habe. Okay. 1600 Kilometer ist Marti gereist für diese eine flüchtige Begegnung und für die Hoffnung, dass das kein Ende, sondern ein Anfang gewesen ist. Ich bin nicht einer, der Avancen gerade am Anfang macht oder zulässt. Ich habe geschaut, dass ich immer auf Distanz bleibe. Ich bin vorsichtig. Und ich schaue, dass ich meine Gefühle möglichst kontrollieren kann, bevor es etwas wird, wo man sagen kann, ja, kann man machen oder nein, gar nicht. Zwei Jahre später ist Marti immer noch unterwegs. Allerdings nicht mehr alleine. Zwei Menschen sind dabei, ihre Rüstungen abzulegen und sich eine Chance zu geben. Mach nicht zu viel. Sonst geht das Feuer wieder raus. Das Leben jetzt hier in der Schweiz mit Crash, ist das so, wie Sie es sich vorher vorgestellt haben? Ja, das ist gut. Even besser. Sogar besser, als ich es mir hätte vorstellen können. I can imagine. Die Unsicherheit zuerst war, ob es wirklich funktioniert. Die Unsicherheit hat sich gelegt. Ob sie bleibt, ob ich alles richtig mache, ob sie zufrieden ist mit mir. Die Unsicherheit, denke ich, wird, wenn sie vergeht, erst in ein paar Monaten, vielleicht in zwei, drei Jahren vergehen. Vielleicht wird sie auch immer bleiben. Das für sie, wieder eine Partnerin zu haben. Angenehm, schön. Wieder mit der Frau zusammen wirklich sagen, so, die Frau steht zu mir, die macht das Gleiche, hat die gleichen Einstellungen.
Es ist wirklich etwas Schönes wieder. In was haben Sie sich verliebt? Ins Wesen. Ganz klar ins Wesen. Sie ist wirklich, wenn man sie teilweise sieht, wie sie angekleidet ist, wirklich eine Prinzessin, die aber auch kriegsmässig auftauchen kann. Also wirklich sagen, so, bis da und nicht weiter. Genau das habe ich gesucht, eine Amazonenprinzessin. Eine Amazonenprinzessin, die auch im Schottenrock eine gute Figur macht und die ihre Samstage ebenfalls gerne auf einem Mittelalterfest im luzernischen Rickenbach verbringt. Fällt nur noch der Stab in der Mitte, dann wäre es ein Kadekuss. Interessant, das ist wie ein Fairy Tales. Wie ein Märchen. Ja. Eine Art magische Enklave, in der es weder Lastwagenfahrer noch Designerinnen gibt. Was gefällt Ihnen jetzt an dieser Welt? Die lustige Darstellung. Und so aus dieser Zeit heraus, was fasziniert Sie an dieser Zeit? Das ist nicht heute. Und wieso ist das gut? Heute kennt man früher, dann kann man ein bisschen fantasieren, ob es so war oder nicht. Leben Sie gerne so kleiner Fantasiewelt? Jawohl. Gefällt Ihnen die Realität nicht so? Ja. Die Realität ist etwas langweilig. Mit Fantasie kann man das Ganze ein bisschen aufbessern. Das ist eine romantische Zeit, wann alle, nicht alle Menschen stark und. Was wären Sie für eine Figur in dieser Zeit? Ein Warrior. Vielleicht. Eine Kriegerin. Wieso? Wieso? Sie sind doch ein sehr netter Mensch. Sie sind doch ein sehr netter, friedlicher Mensch. Stimmt's nicht? Vor dem Fernsehen, ja. Und sonst? In Realität ist sie eine Kriegerprinzessin und sagt, wo es durchgehen soll. Nein. Hey! Gratulieren. Hey! Hey! Das ist wirklich so alles. Ein bisschen laut, ein bisschen Rauch. Gefällt Ihnen das? Lastwagengewerbe ist Rauch. Biker-Szene ist Rauch. Metal-Szene ist Rauch. Passt sich doch drin. Aber Sie sind eigentlich sehr ein sensibler Mensch, oder? Ja, das heisst aber nicht, dass ich ihn reinschlage. Sensibel. Ich schaue schon, dass die das Recht bekommen, die Recht haben. Aber auch wenn ich ein Recht denke, ich habe Recht, dann muss ich das Recht dann durchsetzen können. Aber Sie sind doch ein Mensch, der zum Beispiel ein bisschen Angst hat vor Verletzungen vielleicht? Ja. Wer hat schon nicht Angst vor irgendwelchen Verletzungen, körperlich oder seelisch? Nur einer, der immer daheim ist, hat keine Verletzungen. In der Realität des Alltags verbringt Ilona Sappon nun ihre meiste Zeit. Auf der Suche nach einer neuen Rolle. Ich habe freie Zeit. Viel freie Zeit. Viele. Ein bisschen zu viel? Oh, ich habe viele Hobbys. Wird es Ihnen nie langweilig?
Sind Sie nie einsam? 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 Lonely? Nein. Sie designt Rezepte und stellt diese ins Internet. Neudeutsch nennt sich das Foodblog. Eine Referenz an ihr früheres Leben, das sie aufgegeben hat. Für die Liebe. Er ist gut, er ist care about me. Ich weiß nicht, was er ist. Er kümmert sich um sie. Mhm. Wir haben viel Hobbys, was wir können machen zusammen in unserer Freizeit. Und das ist interessant. Ist er ein lieber Mann? Ja. Inzwischen waren sie auf dem Zivilstandsamt, weil es sein musste, damit sie beieinander bleiben können. Ein rein bürokratischer Akt sei es gewesen, finden beide. Nicht weiter der Rede wert. Fleisch kaufen wir in der Metzgerei? Nein. Nein. Weil er hat kein Fleisch in unserer Vitrine. Mhm. Ich kann nicht kaufen, wenn er. Was du nicht siehst. Ja. Eins. Wollte drei. Gut. Käse? Käse, Aufschnitt, Joghurt. Ja. Banane. Gibt es ja zwischen dir mal ukrainische Gerichte bei Ihnen? Es gibt mehr ukrainisches als anderes, weil sie kocht. Sie kocht mit sehr viel Gemüse. Leider. Mit jedem gemeinsamen Schritt trauen sie sich, es ein bisschen mehr zu glauben. Das, was in einer Singlebörse im Internet angefangen hat, könnte tatsächlich Liebe werden und ihrem Leben eine ganz neue Richtung geben. Ja. Ich bin vorher eigentlich entweder Garage oder Bastelraum und dann entweder auf einen TÜV oder auf einen Flugplatz geflogen. Und jetzt gehe ich ab und zu spazieren. Ich habe eine Frau heute, die es auch ohne gemacht, sprich kochen. Und ich darf waschen. Das ist eine stille Abmachung. Du kochst, machst Sauerei und ich wasche dafür ab. Nicht ganz alt. Ja. Wenn ich zu faul bin, nicht. Ist es so, wie Sie sich vorgestellt haben? Nein. Es ist besser. Eindeutig besser. Ich habe gearbeitet viele Jahre. Mache eine Karriere und heute ich will machen Familie, haben ein schönes Mann. Danke. Vielleicht später Kinder und ja. Und so hört die Welt für einen Moment auf, sich zu drehen. In einem Wald oberhalb von Stans, im engsten Familienkreis. Ich denke, die Lohne werden jetzt schon ein bisschen oben holen und alles. Und, ja, er hat sich schon recht gemacht. Also, im Gegensatz auch, auch, dass er offener geworden ist, sage ich jetzt einmal. Oder? Er ist nicht mehr so der harte Kern, wenn er sich vielleicht jetzt noch gibt. Also, es kommt gut. Es kommt gut. Erhebt eure müden Ärscher. Meine liebe, schöne Tochter Ilona, lieber Crash, ich wünsche euch viel Liebe, Glück, Zufriedenheit und Kinder. Спасибо. Mindestens zwei. Два. Она хочет два. Это хорошо. To be happy. Scout!
Ich war überrascht, dass meine kleine Schwester einen Schweizer heiratet. Aber ich freue mich, dass sich die beiden gefunden haben in dieser großen Welt. Ich freue mich, dass meine Tochter nun in der Schweiz ein neues Leben anfangen kann. In einem sicheren Land, weit weg vom Krieg. Liebe Crash, magst du für Ilona das Feuer sein, das ihr Wärme spendet? Und magst du ihr das Wasser geben, damit sie nie mehr dürsten muss? So antworte mit ja. Ja. If you're willing so please answer with yes or da. Da. Nur vor meinem Herrn gehe ich auf die Knie und gebe ihm einen Teil von mir. Sind Sie glücklich? Ja, eindeutig. Jetzt habe ich das Sagen der Götter, was eigentlich mir das Wichtigste ist im Ganzen. Und Sie, sind Sie glücklich? Ja. Ich bin glücklich.